Hallo und willkommen zurück zu World of Warcraft. Und ich habe jetzt genügend Splitter, um eine Quest abzugeben. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, ob Nature was is passiert. restless. Also, wie viele Splitter haben wir gesammelt? Alle natürlich. Ausgezeichnet. Die Splitter bersten fast vor negativer Energie. Seid vorsichtig damit, Jodarion. Until we next meet. Und What do you tatsächlich geht's hier ask of weiter. nature? Das Portal in den Albtraum ist bereit, Jodarion. Remolus und die anderen sind bereits vorausgegangen. Niemand weiß, was für Schrecken auf der anderen Seite warten. Viel Glück. Durchschreitet das Traumportal auf dem smaragdgrünen Walk in Traumpfad. peace. Okay, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal zu Fuß hin. Ja, wir kriegen auch robuste Wanderstiefel. Sehr schön. So nebenbei. Immer schön. So, und zwar, welches sollen wir denn? Ah, das da, das Albtraumportal. Jetzt, okay. Das da hinten. Weiß gar nicht, ob hier Gegner sind. Sieht gerade nicht so aus. Okay, dann bin ich mal gespannt, wo wir da rauskommen werden. Wir sind, ich würde sagen, in Hyjal auf jeden Fall. Aber theoretisch ist es auf jeden Fall Malorns Albtraum. My vigil is Lasst euch eternal. nicht täuschen. Was man für die Gipfel des Hyjal halten könnte, ist tatsächlich eine von unseren Feinden geschaffene Illusion. Sie ist eine Nachbildung des dunkelsten Albtraums in Malorns Geist. Das ist der Krieg der Ahnen, eine Schlacht, die sich vor Tausenden von Jahren zugetragen hat. In diesem Krieg wurde Azeroth zum ersten Mal von den brennenden Legionen bedroht. Und damals wurde auch Maloran und die wilden Götter By the besiegt. wisdom of Cenarius, nature seeks Noch nie balance sah sich unser before Orden mit einer failure. solch großen Herausforderung konfrontiert. Um sie zu bestehen, müssen wir uns alle gegenseitig unterstützen. Allerdings können wir nur wenige Verteidiger für die kommende Schlacht abstellen. Broll, Syllendra, Zentabram und Mailun haben sich freiwillig angeboten, euch hinunter in das Tal zu begleiten. Ich kann aber nur einen von ihnen entbehren. Wer von Ihnen soll euch im Kampf unterstützen? Wählt einen Verbündeten. Farewell. Bin ich ziemlich wurscht. Ist ein Broll. Ja, da ist Peace to you, Broll. friend. Stay strong. Komm du mit. So. May the winds Eine gute Wahl. Die guide anderen werden mir bei der Verteidigung hier helfen. Wir müssen uns you. A beeilen. single thought is worth many actions. How may I aid Um you? Malorn zu befreien, müssen wir den Krieg der Ahnen gewinnen. Vor tausenden von Jahren haben die größten Verteidiger unserer Welt Seite an Seite in dieser Schlacht gekämpft. Um jetzt zu siegen, müssen wir es genauso machen. Begebt euch auf das Schlachtfeld, besiegt die Streitkräfte der Legion, rettet unsere Verbündeten, belebt sie wieder und schützt alle Unschuldigen, die zwischen die Fronten geraten sind. Jeder besiegte Feind und jeder gerettete Verbündete zählt, um unsere Siegchancen in diesem Krieg zu erhöhen. Gewinnt den Krieg der Ahnen. Good luck. Fancy. Dann sprechen wir mal mit Evelyn. Könnt ihr mir helfen? Wenn ihr im Bedrängnis seid, ruft mich herbei. Okay, cool. Dann geht's jetzt wohl los. Also ruft 15 Sekunden Abzählklingzeit, ruft Evelyns Zorn herab, der allen Gegnern im Effekt 800 Naturschaden. 800? Jetzt so 800? Wirklich 800? Das ist jetzt mehr so nichts. Well done. Let us fight on. Okay, also das gab jetzt 5%. Das 2. Nachdem da Cenarius kämpft. Kämpfen wir aber mit. Aua. Gab tatsächlich ein paar Prozent. That one wasn't so tough.
Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir hier einfach stehen. Und hauen hier alles um, was irgendwie im Weg ist. Ich meine, da kommen eh immer wieder Gegner, von daher. Ja, können uns auch noch ein bisschen umgucken. Da ist auch Ursol. Ja, 50% sind wir. Hier müssten wir uns mal ein bisschen umgucken, wer hier noch so alles drin kämpft. Okay, 89%. Nehmen wir da hinten. Aschamane. Da hinten ist mit Agamash. Das ist ein anderes Viech, okay. Komm, wir helfen hier mal Aschamane. So von Katze zu Katze. Schauen wir mal, wie viel macht das jetzt irgendwie Schaden? Bin mir nicht sicher. Bin echt nicht sicher. Das Ding hat auf jeden Fall viele Leben. Vielleicht hätten wir uns was Kleineres schnappen sollen. Nee, es ist total bescheuert. Sinnlos. Ja, komm. Wobei, jetzt haben wir ihn auch schon fast. Ja, stirbt auf jeden Fall Broll erstmal eine Runde. Ist der gerade neu gespawnt? Er ist neu gespawnt. Und unter Motto, nein, 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 du kannst doch hier nicht deine Mitstreiter verlieren. Wo kämen wir denn da hin? Bin ich sehr freundlich. Wahrscheinlich ist der schon mal vorher gestorben, ich habe es gar nicht mitgekriegt. So, gleich haben wir's. That one wasn't so tough. So, 1% brauchen wir noch. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir wirklich noch 1% brauchen oder. Ja, tatsächlich. Heute führt ihr uns zum Sieg. Genau, wir haben die Schlacht zu unseren Gunsten gewendet. Die brennende Legion wurde erheblich geschwächt. Jetzt verbleibt nur noch eine Aufgabe. Malorn ist im Kampf mit Archimonde verwickelt, dem Dämon, den vor 10.000 Jahren tötete. Hallo, ich war hier gerade dabei, eine Quest zu lesen. Da
sterbe ich jetzt wieder nochmal? Kann sein, dass wir hier nicht rauskommen, bevor der nicht tot ist. Ja. Komm, dann hauen wir schnell um. So, as I was saying. Dem Dämon, der ihn vor 10.000 Jahren tötete. Denkt daran, wir sind in Malorns Albtraum gefangen. Es ist unmöglich vorherzusagen, was uns noch erwartet. Aber wir müssen etwas unternehmen. Möge Ilune uns den Weg weisen. Besiegt Archimonde. Gut, dann. Hallo Archi, alter Kumpel. Dürfen wir dich mal wieder umhauen. Ja, wir können das nämlich ganz allein. Mhm. Ach nee, jetzt nicht dieses Ding. Archimonde, you will not be allowed further. The very soul of Azeroth rises against you. Struggle ends now. Gehst du jetzt endlich weg? Ach komm schon, ernsthaft. This world will burn. Tut mir leid, Broll, wir müssen erst den umhauen. Wisst ihr denn? You cannot escape my power. Hui. Da wäre es übrigens gewesen. Ansammeln der Ammut hier. Okay, Fallschaden. Okay, fancy. Hey, wir haben ihn umgehauen. The veil is lifted from my eyes, heroes. The shadows retreat and the dream beckons. Thank you, heroes. Sehr gerne. Okay, das heißt, ich darf jetzt wieder zurück. Und die Quest abgeben. Wunderbar. Sag mal, was hat denn der für eine Reichweite? Wie auch immer. Erstmal Quest abgeben und dann weiter gucken. Ob es das schon war oder ob ihnen einfällt. Haha. Das ist ein Albtraum, haha. Hier, ah. Malorn starrt euch direkt an. Seinem Körper entströmt eine beruhigende Energie. Sofort verspürt ihr ein umfassendes Gefühl von Frieden, Ruhe und Dankbarkeit.
Malorns Stimme dringt in euren Geist ein. Ihr möget vielleicht sterblich sein, aber eure Tapferkeit ist jener der alten Götter ebenbürtig. Ich spüre, dass ihr vom pulsierenden und wilden Geist der Natur beseelt seid. In euch wirkt die Essenz der Natur selbst, der Wille zu überleben. Von unserem heutigen Triumph wird man noch viele Jahrhunderte erzählen, Yudarion. Kehrt durch dieses Portal zurück in die Welt der Wachenden. Wir sprechen uns wieder, wenn wir zurück im Hain der Träume sind. Fancy. Guck mal hier. Eine der folgenden Belohnungen. Schauen wir gleich an. Wir werden Erzdruide, so wirklich als Titel. Und wir kriegen die Brust für unsere Orden. Wir kriegen ein bisschen Artefaktmacht und Ordensressourcen. Schickes Ding. Dann kehren wir doch mal wieder zurück. So, und dann sollten wir schon mal in Bär gehen, um zu gucken, was von diesen Dingern wir wollen. Die sehen nämlich alle fancy aus. So, was haben wir denn hier? Plus 11 Gegenstandsstufen, plus 8 Gegenstandsstufen. Yeah. Hier? Nein? Eigentlich steht ja da, aber da bin ich ja gerade rausgekommen. Ah, die meinen wahrscheinlich oben. Hier. Also wo ganz anders. Hier. Today, we dealt a great blow to the unseen enemies of the Nightmare. However, Xavius, Lord of the Nightmare, still lives. Only when he is defeated, will Azeroth truly be safe. To accomplish this task, I gift you with my blessing. Use my power to serve and protect the wilds. Thank you, Druids of the Dream Grove. May you prosper under the leadership of your new Arch-Druid. Farewell. Olé! Und alle haben irgendwie druidigere Roben an als ich. Naja. Wird sich jetzt hoffentlich gleich ändern, indem wir unsere Klassenruhme in Empfang nehmen dürfen. Was macht das dann nochmal? Gesundheit. Okay. Also, Yudarion, wir Ältesten des Heims der Träume haben uns abgesprochen, sind uns einig. Wir möchten, dass ihr den Hain der Träume anführt. Ich dachte, das will ich schon länger. So verleihen wir euch am heutigen Tage den Titel Erzdruide des Hains der Träume. Eine der größten Ehrungen unseres Ordens. Damit lastet auf euch nun auch die Verantwortung unseres Ordens. Der Schutz der Wildnis. Möget ihr uns gut leiten. So, und wenn ich das sehe. Wenn ich das richtig sehe. Genau, ist das das lebendige Artefakt, was wir noch nicht haben. Was wir jetzt wahrscheinlich freigeschalten bekommen, weil wir die Artefakt, unsere Kalassenkampagne haben. Dementsprechend nehmen wir natürlich das. Weil das andere erhöht es nur um 11 Stufen oder sonst was. Aber hier kommen 36 Stufen dazu. Was immer super ist. Ja. Und den Rest kriegen wir eh. Wunderbar. Wir haben... Schauen wir mal kurz. Also ein paar Sachen abgeschlossen. Unser Ordensbruststück haben wir bekommen. Können wir direkt anziehen. Ist mir wurscht, ob das nicht besser ist. Das wird angezogen. Sehen wir schon mal halbwegs wie ein Druide aus. Ja. Ja, so halb. Dann haben wir eine glorreiche Kampagne abgeschlossen. Also die Ordenskampagne ist beendet. Und das war's erstmal.
Gut, und dann, Champion Remulus, wir haben schon einen langen Weg zusammen zurückgelegt und alle eure Entscheidungen auf diesem Weg haben den Hain der Träume zum Sieg geführt. Ich würde mein Leben dafür geben, Azeroth zu verteidigen. Und ich weiß, dass dies auch für euch gilt. Auf uns warten große Gefahren, drum hört mich an. Wir müssen die Natur um jeden Preis schützen. Und wir kriegen ihn. It is my honor to fight with you, Archdruid. Together, we will protect the balance of nature. Wunderbarlich. Gut, also. Wir haben unseren letzten Champion dazu bekommen. Oh, da ist noch irgendwas. We are nature's guardians. Der Herr des Albtraums Xavius ist noch immer dort draußen. Tief im Riss von allen schwebt Xenarius weiterhin in großer Gefahr. Ruft eure größten Verbündeten zusammen, Jodarion. Wenn wir dem Albtraum ins Gesicht blicken wollen, müssen wir bereit sein. Wenn ihr es seid, betretet den smaragdgrünen Albtraum und besiegt all die Schrecken, die euch dort erwarten. Also betretet den Schlachtzug der smaragdgrüne Albtraum auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad und besiegt Lord Xavius. Und, oh, fancy. Erzdruide, in der kurzen Zeit, die wir miteinander verbracht haben, habt ihr dem Zirkel sehr geholfen. Eure Entschlossenheit hat uns inspiriert und wir haben eine neue Technik entdeckt, mit der die Macht eurer Waffe an den smaragdgrünen Traum gebunden wird. Alles ist vorbereitet. Wenn ihr bereit seid, können wir anfangen. Tretet näher zur besagten Stelle vor der Saat der Zeitalter und hebt eure Waffe hoch in die Luft. Heroische Waffen. Okay. Go with Cenarius's blessing. Come with me to the Seed of Ages, Archdruid. There, we will unlock additional mysteries of your weapon. Da bin ich ja jetzt gespannt. Also hier oben, okay. Nature's gifts. Ich bin bereit. Ever have you been a fierce defender of the wilds? The skill with which you wield your ancient weapon proves you now. Through the victories you've achieved and the resources you've gathered, we can awaken. Let the seed of ages infuse your weapon with power. Watch it grow mightier than ever before. Wie denn? Was muss ich machen? Ja? We are nature's guardian. Ralle ich jetzt irgendwie nicht. Ah, hier. Tapferkeit des Kommandanten. Hebt eure Waffe. Erfordert Bärengestalt. What? So, wir wurden versteinert. Nature's essence flows through your weapon. In your hands. It shall make the dark forces threatening Azeroth tremble. Undo Falador! Do you need my aid? Gut. Also, ihr erlernt heroische Waffen. Sehr schön. May your trail be clear. Daraufhin gibt er sich erstmal mal der Wildnis. Genau, und wir haben jetzt hier Platz für ein lebendiges Artefakt. Also gerade hat sie 803 und wenn wir das jetzt einsetzen, bam, sind wir bei 839 und somit sind wir bei Gegenstand Stufe 821 angelangt. Richtig cool. Richtig cool. Weil, wenn wir uns erinnern, für die Schlachtzüge brauchten wir 825. Mit anderen Worten, es ist nicht mehr weit. Bald, bald, bald ist es geschafft und wir können in die Schlachtzüge eintreten. Und wir haben jetzt hier auch eben, ja, alle Artefaktbohnen, ach du Schande. Ja, das hier freigeschalten. Und ich muss sagen, der gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Gut. Ansonsten haben wir jetzt, was wir sonst noch haben, ist... Also erstens, die Waffe ist natürlich jetzt richtig gut geworden. Leider nicht drauf geachtet, um wie viel besser. Wo ist da mein Händler? Da
Da, hier, sie. Also, wir haben jetzt mittlerweile die Kopf, Handschuh, Brust und das war's. Nee, war's nicht. Hier, Handgelenk, Schutz noch. Das heißt, wir haben vier Sachen. Und das ist 830, das ist 830 und das ist 830, was ich irgendwie ein bisschen schade finde. Aber wir könnten das Ganze jetzt auf 840 aufwerten. Und dadurch, dass die Brust ja eigentlich eh das Beste sozusagen ist. Oder? 1000 Beweglichkeit. Ja, wobei Brust und Kopf nehmen sich nicht viel. Sind sogar meiner Ansicht nach 300... Okay, ist jetzt Meisterschaft oder Vielsichtigkeit besser? Weiß es nicht. Was ist besser für einen Druiden? Ja. Ist mir jetzt wurscht. Ich möchte die Brust verbessern. Holen wir uns das Ding mal. Und machen unsere Brust auf 840. Erhöht hier das auch nochmal. Und wir haben jetzt schon eine lila Brust auch. Yay. Sehr schön. So langsam wird das doch. Und jetzt bräuchte man nochmal 3000. Für den Kopf und dann nochmal ein paar tausend für die restlichen Sachen. Ich glaube, die anderen Sachen werden wir sie dann mal bekommen. Was fehlt denn noch? Das da. Ah, die kriegen wir. Also die hier kriegen wir die Füße zumindest schon mal auf 340. Da bräuchten wir respektvoll. Verdient 100.000 Artefaktmacht. Ja, da glaube ich gar nicht, dass ich so weit entfernt bin, um ehrlich zu sein. Müsste doch garantiert irgendwo Ordenshalle irgendwo sein. Alle Optionen. Ah, Schmarrn, okay. Ja, irgendwie steht da nicht drin, wie viel es gibt. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Moment, wir könnten es eventuell unter Statistiken. Oder auch nicht. Steht das echt nirgends? Wäre doch mal der Wert, der interessant ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich auch bald bekommen. Lustigerweise würde ich jetzt sehr lachen, wenn ich das jetzt anwende, hier die Sachen, die wir bekommen haben, uns dann bekommen. Also schauen wir doch mal. Ding, ding. Das ist zwar nicht viel, aber Kleinvieh und so. Nee, schade. Noch nicht. Noch nicht. Kann sich aber noch ändern. Was haben wir sonst noch? Die kriegen wir. Besiegt den Endboss 8 verschiedener Dungeons. Okay. Also auch nicht mehr so weit weg. Und die. Das Ding war ehrfürchtig bei den Nachtsüchtigen. Das wird ein bisschen länger dauern. Ist aber dann immerhin 8,50. Also. Ja, auch ganz nett, würde ich mal sagen. Gut. Wie gesagt, Gegenstandsstufe 822, es fehlt nicht mehr allzu viel. Und vor allem haben wir hier ziemlich schlechte Trinkets noch, mit denen man, wenn wir da ein gescheites finden, auf einmal direkt auf 825 kommen. Das heißt, wir können bald in Schlachtzüge, da freue ich mich drauf. Das möchte ich nämlich mit euch auch unbedingt noch machen. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!